Hallo und herzlich willkommen hier zum weiteren Folge hier bei Kettle und Kops. Wir werden jetzt die zweite Bahn wenden. Dazu fahren wir mal in die Richtung. Also wir wenden mal ganz kurz. Und werden gleich mal wieder mit GPS. Das haben wir eingestellt. Da kennt man ein Lenkrad. So, und wir nun senken es aber früher ab. So. T. Wir werden die zweite Bahn und schauen mal, dass wir es hier trocken kriegen. Ne? Also optisch zu sehen ist schon ein kleiner Unterschied zwischen links und rechts. Rechts ist es schon ganz gut mehr trocken. Es sieht gleichmäßig aus und hier, wo wir gerade fahren, ist es ein bisschen gemischt. Und ganz links ist es, sieht oben sehr hell aus und tiefer etwas dunkler. So, wir fahren bis zum Ende. Ja, ich wünsche euch allen einen schönen Montag, schönen Wochenstart. Und dann ist schon der 11. glaube ich, oder nee, Quatsch, der 8. oder so. Erst heute Sonntag, nee, Sonntag der 8. Wenn ich mir nicht komplett verrechnen, also. Kann ja auch mal vorkommen, ne? Ja, wir nähern uns in großen Schritten. Zum Ende des Jahres. So, hebe den an, ne? Den Volto und schalte Wände aus. Was kommt nun? Gut, aufsteigen sicherlich, ne? Warten wir es ab. Verlasse den Aktion. Gehe jetzt zum Feld schon wieder. Wissen doch, dass er nicht trocken ist. Die fehlt irgendwas, ne? Gut. Na, gehen wir nach vorne hin. An und ja, damit mit weiter. Also alt. Geht so nicht. Ach, jetzt können wir sehen. Okay. Prozent, 20%. 34, 35 im Schnitt. Ja. Wie du sehen kannst, ist das feuchte Gras wieder oben. Um trocknen zu können. Jetzt wieder ein wenig warten gesagt, damit das Gras bald trocknen kann. Gehen wir weiter. Weiter. Wir warten hier ein bisschen. Warte bis zum Abend. Oh, das ist schlecht. Okay. Es hat angefangen zu regnen. Zum Glück ist es nur ein kleiner Schauer. Das Holz ist leider wieder ein wenig nass geworden und muss wieder abtrocknen. Das sagte ich im Wettervorhersagen nachschauen. Kann oft helfen, also stabiles Hochdruckgebiet ist oft hilfreich. Die Heuernte ist stark vom Wetter abhängig und kann einige Einflussfaktoren wie Sonne, Temperatur, Wind und zuletzt natürlich Regen. Je wärmer es, so länger die Sonne scheint, desto schneller trocknet das Gras. Sollte es während der Trocknung aber einmal regnen, dann wird das Gras wieder nass und muss wiederum längst getrocknet werden. Achte bei der Heuernte immer auf möglichst gutes Wetter, wie ich sagte. Um das Wetter im Auge zu behalten, kannst du den Kalender im Planungsmenü nutzen. Okay. Klingt logisch. Geh auch weiter. Öffne das Planungsmenü. F1. Ja. Drei Maschinen, ja. Wetter, ne? Kategorie, Sortierung, Suche. Alle. Typ, alle. Fähigkeit. Was alles gibt hier Maschinen. So. Ach, hier oben. Es blinkt ja auch grün, ne? Man muss ja mal gucken, ne? So, Kalender. Ey, das sieht mies aus. Also, hier ist im Kalender findest du auch eine große Übersicht über das Wetter. Das farbige Wettersymbole sind in der Kalender oben rechts erklärt. Achso. Na gut. Regen, logisch. Stark bewölkt, leicht bewölkt und Sonne. Gut, wir haben heute, ja keine Ahnung,
Ne? Also, so wie hier 3 Tage Sonne, könnte gut sein. Ach so, hier Montag erst für Regen, naja. Würde man jetzt im Groben sagen. Sehr schlecht zum Holz machen. Gut, wir schließen mal ab. Und F1. Tutorial Heu Ernte abgeschlossen. Okay. Achso, hier ist Teil des Zertifikats Gras und Heu. Nächstes Tutorial Gras häckseln. Das machen wir nicht. Wir gehen mal hier zum Hauptmenü und gehen wir hier rauf. Wir können jetzt theoretisch Landwirt werden. Das auch nicht. Kurz zurück. Gehen wir auf Szenarien. Gras und Heu ist noch nicht fertig. Gras häckseln wir auch noch machen. Dann machen wir Gras häckseln. So, beginnen wir mit Lerne, wie du Gras und andere Getreidesorten mit deinem Häcksler zu ganz Pflanzensilage verarbeiten kannst. Gras und Heu. Beginnen wir doch mal. So, dachten wir schon fertig, ne? Schiedwort, ne? Ist nichts. Macht nichts, wir machen das noch fertig. Dann machen wir auch noch. Und dann können wir ab Dienstag mit den Szenario beginnen. Das müsste eigentlich noch machbar sein in der Zeit. Ansonsten müssen wir ein bisschen länger machen. Bleibt da, es lohnt sich, denke ich mal, ne? Und man bildet die Haare sind weg. Aber das macht nichts. So, oh! Der Kampf umgefallen. Das kennen wir woher. So. Bei der Ganzpflanzensilage-Ernte wird anders als bei der Grasernte das Erntegut nicht im Tank gespeichert, sondern direkt vom Häcksler in Anhänger der Abfahrer geschossen. Das bedeutet, dass permanent ein Abfahrer hinten oder neben den Häcksler fahren muss. Oftmals benutzt man deswegen Häckselketten mit zwei und mehr Abfahren, die sich im Plus abwechseln. In diesem Tutorial werden wir auf einem kleinen Feld ein Vorgewehr ernten und das Fahrsilo entladen lassen. Oh je. Beginnen wir mal. Steige ein. Jaguar. So, wir fahren jetzt Richtung Gerät. Die direkt ist 520 an. So. Haben wir getan. Fahrer zu Feld 14. Na. Ey, wir fahren mal ein anderes Feld lang hier. Mein Gott, Wahnsinn. Wir fahren auf Feld 14. Ein bisschen verschätzt. Er nimmt es sehr, sehr ernst mit dem Realismus, ne? Da sind wir. Bringen den Glasjäger in den Arbeitsmodus. X. Warte auf den Abfahrer. Wo ist er? Ah, da ist er schon da. Schalte den Dist an. B. Senke den ab. Jojo. Hetzt mal nicht, ne? Wir fahren los. Häcksel die erste Bahn. Machen wir GPS. Ja. Sind wir nervös, der Bursche. Tempomat, ne? Glaub mir, das ist nicht gut so schnell. Oder es täuscht. Hebe den an, ja, okay.
Den Baum wird als erstes fällen. So, senken den Dirt ab. Hexe die zweite Bahn. Mal gucken, wo er steht. Ah! Wir sind nicht genau heute. Wir lenken mal selber, das kann ich erkennen. Aber wir haben Tempomat. Das fährt ja ganz schön schnell. Gefühlt mäßig, keine Ahnung. Über 10 km/h. Naja. Und der Kopf geht ja, ne? So, angekommen. Hebe wieder an. Fahre zu Punkt. Senke den Kollegen ab. Echt die dritte Bahn. Ich bin jetzt zu faul. Und Tempomat. Wir können ja auch ein Tempomat fahren, ne? Hauptsache Kollegen hinterher. Wieder anheben und zurückstoßen. Er beschleunigt ganz schön kräftig, muss ich sagen. Also ist ein bisschen so. Er hat sich ausgeschaltet, der Bursche. Okay. Halt! Mit dem Absenken. Und Action. Machen nicht alles egal. Wir konnten ja nicht zurückfahren, ne? Wir sind ja unschuldig. So. Also GPS ist nicht ganz optimal. Wo ist gerade wieder ausgegangen, ne? Naja, gut. Macht ja nichts. Der Kollege schon voll. Wow. Das hier müssen wir springen. Denn wir wollen ja weiterkommen, ne? Also, überspringen. Ach so, vollständig häckseln, okay. Na gut, dann müssen wir häckseln, ne? Das machen wir halt, ne? Ja, da wird es ein bisschen länger dauern, aber macht aber nichts, ne? Wir machen schon runter. Machen wir ein bisschen anders, wenn das umständlich ist. Wir werden mal hier die Wendung machen. Das andere ist ein bisschen Backup, wollte fast noch alleine. Aber im Grunde sehr schnell, muss ich sagen. Müsste eigentlich ein Tempomat dran sein. Machen wir auch rein. Denn wo ist er? Wo ist er?
Da ist auch nicht viel drin, ne? Du hier Abfahrer, gib mal Gas, ne? So, normal. Er kann mir nicht folgen, ich bin so schnell. Ist ja mal viel komplizierter. Normalerweise, wenn die Dinge ja nicht automatisch gemacht, glaube ich nicht. Die automatisch gehen. Könnte natürlich sein, aber ich glaube eher manuell eingestellt. Aber ich sage, bei großen Feldern ist ja programmiert, geradeaus zu fahren über GPS. Und dann braucht man nur die Sache bewachen, wie das Schneidwerk die richtige Höhe hat. Wird eigentlich auch gesteuert normalerweise. Und da gibt es dann Sensoren für und. Stelle ich mir das etwas vor und da muss er nur darauf achten, dass das Rohr entsprechend ja, in die richtige Richtung geht. Ne? So, behaupte ich mal erstmal ganz kurz so. Ob so ist, weiß ich nicht. Gleich mitmachen hier das Stückchen, was noch fehlte und Prozent erfüllen kann. Ich wollte eigentlich überspringen, aber warum das nicht klappte, weiß ich auch nicht. Ist ja egal, wir machen es fertig. Beziehungsweise ich werde es fertig machen ohne euch. Ich sag mal tschüss und schau. Ich werde noch fix fertig gehen und dann ist das auch mal schon erledigt. Vielen Dank fürs Reinschauen. Tschüss und ciao und bis gleich. Zum Morgen, zum nächsten Morgen. Tschüss.